Yo, 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 wir sind back mit dem zweiten Halbfinale der German Instagram Loop Station Battle und wir machen natürlich wieder eine kleine Reaction und heute habe ich einen Special Guest dabei. Ich werde trotzdem der Judge sein, aber er kann mir seine professionelle Meinung dazu abgeben und es ist kein geringerer als the one and only GBB-Teilnehmer, Sir from Germany. Ja. Na dann? Dann gucken wir uns zusammen an. Du gibst mir gerne deine Meinung ab. Aber sehr und gerne. Und ich entscheide aber natürlich trotzdem nach meiner Meinung. Ich beeinflusse dich überhaupt nicht. Aber du kannst natürlich auch ein paar Tipps da lassen für diese neuen Künstler. Ja. Fridon. Fridon. Also noch nicht so oft, oder? Ja, Newcomer. Newcomer. Ja. Gucken wir mal an. Und wenn du irgendwas stoppen willst, kannst du auch zwischendurch stoppen. Ich habe immer mal gestoppt, um noch Anmerkungen zu machen. Alright, let me show you who I am. Okay. Show me Luca. Ah, nee, ich kenne ihn ja nicht. Luca, alle. All yes. wie viele Harmonien soll ich machen? Ja. Aber es klingt halt super clean, Alter. Ja, Mann. Und echt, der braucht kein Auditune. Nope. Training Delay und so. Geübt, ja, ja. Also nicht so easy wie das, was er sonst macht. No front. I am the loop god, I am the loop king. There's nothing you can do. I am the loop god, I am the loop king. There's nothing you can do. I am the loop god, I am the loop king. There's nothing you can do. There's nothing you can do. Oh, excuse me. What was that? You want lyrics? All right. This king in the art, I kick in the pasta, and I make high stick, and I make ganja, and I read in my rhymes, and pop, falling in a couple of things, and I got hardest I you ever heard of, girl, and start to mell about, even if... Hat er auch, hä? Ja. Es ist gut, ja. Ich finde auch den leichten Flex gut, dass er die Kopfhörer, die man gewinnen hat, kann, schon anhat. Weil er es kann. Try to learn. Man, you won't get any further. I am the loop king, there's nothing you can do. I am the loop god, I am the loop king, there's nothing you can do. I am the loop god, I am the loop king, there's nothing you can do. I am the loop god, I am the loop king, there's nothing you can do. Kriegt er schon mal. Alle. Ich
Nicht sein, Luca. Vielleicht war das ja mit Absicht. Baseline auch noch geübt, ey. Gut, es war jetzt auch wieder 4 Minuten, aber. Echt? Ja. Was hatten die? 3 Minuten oder was? Als Regel? Ja, aber ich glaube, ich bin ja nicht dafür verantwortlich, das zu judgen. Also wie lange Sachen sind. Ach so, sind. Okay. all in all, übergeile Runde. Jo. Richtig gut. So wie wir ihn kennen eigentlich, ne? Ja, aber ich fand sogar so seinen Job geiler als sonst. Also nee, nicht, dass es sonst scheiße wäre, aber ich fand's gut. Also ja, ja. Ich fand den zweiten Job leicht enttäuschend. Ja, ja. Weil ich irgendwie dachte, da kommt dann quasi, weil dieser Build-Up war eigentlich überepisch, nur den Vocoder zu nehmen. Und dann dachte ich, keine Ahnung. Klang ein bisschen zu ähnlich wie der erste. Genau. Es war ein bisschen, also nur der Vocoder war halt neu. Ja. Ne? Ein bisschen mehr Variation wäre noch geiler gewesen, aber insgesamt natürlich. Ist super gut, ja. Irgend so ein zweiter Job, den man gar nicht erwartet hätte oder so. Ja, ja, genau. Irgendwie was, wie du meintest, dass der Rhythmus gewechselt wird oder irgendwas da. Aber ich fand den Vocoder als Build-Up halt irgendwie mega nice, weil es so alles rausgenommen hat. Ja, ich finde sowieso, dass er den Vocoder eigentlich ziemlich gut einsetzt. Ja, voll. Und irgendwie dadurch, dass es ein Track war, bleibt es halt auch mehr im Kopf. Ja. Weil es war halt so dieser Loop God, I am a Loop King. Ein bisschen arrogant, oder? Was hab ich gesagt? Nein. Nee, aber es ist ja cool. Deutscher Meister und so. Ja, genau. Ja. Können wir nicht vorweisen. Nee. Geile Runde. Ich bin gespannt, was YD da ging. Also YD muss schon krass abliefern. Geht schon direkt. Okay. Mhm. Sonst wird es, also sehr starke Runde. Jo. Mal gucken. Erstmal direkt meine Kritik, wie bei jedem Mal. Leute, zeigt euer Gesicht. So. Ja. Ich will euch sehen, wie ihr performt. Ja. So. Stimmt, das ist halt ein bisschen... Nimmt halt von der Performance weg. So. Fridons ja. Runden wirken dadurch immer noch viel, viel geiler, weil er halt sich zeigt, wie er performt. Ja, Fridons Qualität übersick, ey. Ja. Habe ich im Viertelfinale schon gesagt, er muss seine Vocals viel lauter machen. Ja, weil die vielleicht Stimme, müssen noch lauter. Nee, aber die Stimme muss halt drüber stehen. Ja, irgendwie. Aber jetzt ist es zu leise. So. Ja, ja. Ich verstehe nicht mal, was er sagt, deswegen. Ja, ja. Every day is gonna. Ja, ja. Muss er jetzt erstmal den Output-Effekt richtig einstellen. Das kann er natürlich schon vorher machen. Ah. Weil er hat jetzt quasi den Output-Effekt angemacht und dann umgeswitcht, aber das kann ja schon vorher fertig sein. Hat er schon vorher einen? Eigentlich nicht, oder? Nee, hat noch nichts benutzt, deswegen. Also hat jetzt quasi einmal für sich selber nur Zeit verschwendet, was er quasi, was ihm, ja, was schwerer für ihn selber einfach macht. Ja. Die Hände.
so. Nices Ende. Das riecht was angestellt. Hä, dadurch, dass du am Ende immer so ein Reverb ausfaden machst, macht so viele Menschen jetzt auch. Es halt, kommt halt geil, ne? Ja, klar. Also, anstatt einfach so von 100 auf 0, kannst du halt so ein bisschen ausfaden lassen. Naja. Eine Sache muss ich mal ganz kurz gucken. Hat der. Hat er da den Chor benutzt, groß? Außer den zu doppeln. Hat er jetzt mal gecheatet, oder? Nee, ich wollte nur gucken, weil wenn er nur aus macht, hätte er das ja auch aufnehmen können, dann hätte er nicht extra noch dieses Rumschwimmen. Aber ist natürlich dann, wenn es so schnell wird, schon ein bisschen schwerer. Was sagst du? Ja, war ganz okay insgesamt. Ich hätte mir so gewünscht, dass er, also die, ich finde, die Hi-Hat ist ein bisschen untergegangen. Mhm. Weil die Hi-Hat, also vor allem in einem Hip-Hop-Beat, gibt das Ganze noch ein bisschen Flow. Weißt du, wenn die Hi-Hat noch ein bisschen zu hören wäre, wäre es noch geil. Und die Snare hatte so ein bisschen wenig Punch. Man hat nur irgendwie so diese, man hat nur so das Ende einer Snare gehört. Verstehst du, was ich meine? So. Die hatte mir auch ein bisschen so zu viel Höhen. Ja. Ja, es ist halt nur hören, eigentlich nur tss, aber halt dieses, diese der Body so. Krass. So. Der klingt gut. Ich kann keine Pfeffs. Die Basics, Junge. Mach doch mal die Basics. Doch. Aber ich mach nie Pfeffs. Ja, ja. Solide Runde. Ein bisschen die Überraschung halt auch gefehlt, fand ich. So. Ja, weil der Drop war halt die Baseline nur. Ja, genau. Ja. Da hätte man wahrscheinlich vielleicht noch was recorden können, was man nicht die ganze Zeit spielen lässt, damit dann, weil wenn der Drop kommt und man nur was wegnimmt, dann ist ja eigentlich dann weniger insgesamt so. Genau. Ist ja zum Beispiel wie Saro bei seinem du. Das nimmt er am Anfang auf, benutzt es aber nicht für den ersten Drop und bringt es dann für den zweiten Job wieder rein. Ja. Also vor Build-up für den zweiten Job. Und so kann man coole Sachen machen und das Publikum halt noch ein bisschen überraschen. Ja, auf jeden Fall. Also, was ist dein Urteil? Mein Urteil? Ja. Also, du meinst jetzt... Wenn du jetzt ein Judge wärst, wen würdest du gewinnen lassen? Ach so, ja, okay. Meine Vote würde zu dem Newcomer Fridon... Okay. Ja. Nee, also ja, also für mich klar ist es, Fridon hat da gewonnen, aber... Aber ich lasse mich halt nicht von deinem Urteil beeinflussen. Natürlich nicht. Aber für mich hat Fridon auch, hat mich natürlich bezahlt und so. Für mich hat auch Fridon gewonnen, weil er... Also YD hat solide abgeliefert in seiner Runde, aber Fridon hat halt echt einen Brecher rausgehauen. So. Ja, der hat halt auch so mit Lyrics und so einen Refrain hinten so immer wieder... Ein richtiger Track auch. Ja, genau, so. Da hat er das auf jeden Fall geholt, aber gegen Fridon verlieren, sage ich mal, in einem Halbfinale ist keine nicht Schande. So schlimm, also es so kann jedem passieren, in einem Halbfinale gegen Fridon zu verlieren. Ist doch nicht so schlimm. Deswegen alles cool. Und Glückwunsch, Fridon. Ich hoffe, wir sehen dich im Finale, wenn Maddox and the Crowd auch für dich judged. Und ja, du bist dabei, auf einmal ist die Reaction 5 Minuten länger. Als sonst. Ja. Aber ich glaube, wir konnten euch ein bisschen Mehrwert mitgeben und freuen uns dann schon aufs Finale auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall cool, dass dieses Insta-Battle stattfindet. Ist nice. Ja, finde es auch geil, dass wir die Reactions machen, damit selbst wenn die Leute da draußen es jetzt nicht groß sehen, wer weiß. Aber dass für zumindest die selbst, Artists selber mal sehen. Ja, auf jeden Fall. So ein bisschen eine konstruktive Kritik bekommen, jeden, die ja jeder nötig hat. Ja, man, hätte ich das bekommen, wäre ich auch wahrscheinlich. Ja. Ich 8 Jahre gebraucht. Vielleicht hat es nicht so viel Feedback. Dann. No. Nee, cool. Dann sehen wir uns beim Finale. Vielleicht ist ja dann wieder Sinn beim Finale dabei. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, das ist morgen oder übermorgen, deswegen weiß ich gar nicht. Okay. Mal gucken. Da müsstest du ja wieder herkommen. Oh Gott, 6 Stunden Fahrt. Okay, Leute, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Best Skipper.